Die Ausbeute des Landes. Jena, wie geht es euch? Seid ihr bereit für die nächsten Tipps und Tricks zum Leben Natur? Angeblich sind Grillen und Glühwürmchen nur nachts anzutreffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so ist. In den Sommerferien hat Papa bei Sonnenuntergang vor unserem Strandhaus ein Lagerfeuer gemacht und auf dem Rückweg waren da überall Grillen. Wussten Sie das? Der Coral Show. Guten Tag, Leute. Willkommen zur Coral Talk Show. Hier sieht man Gäste aus aller Welt oder allen Welten und kann einen Blick in ihr Leben werfen. Ich, Conny, bin euer Gastgeber und heute heißen wir einen ganz besonderen Gast willkommen. Er stammt aus Midgur und arbeitet für eine Aktivistenorganisation namens Erdrutsch. Leicht zu erkennen an seinem riesenhaften Schwert und dem griesgrämigen Gesichtsausdruck. Heißt ihn mit mir willkommen. Claude. Strafe. Hallo. Schon gut, Claude. Also, was für Aktivitäten haben du und Erdrutsch denn in letzter Zeit angestellt? Ganz ehrlich, ist mir egal. Ich bin nur hier, um meinen Job zu machen und dafür bezahlt zu werden. Oh, eine ehrliche Antwort. Großartig. Das ist genau das, was ich sage, wenn ich gefragt werde, warum ich diese Show mache. Aha. Nächstes Thema. Ein Zuschauer möchte gerne wissen, wie viel Gel verwendest du für deine Haare? Meine Haare? Nein, ich verwende gar ein Toupet. Hast du ein Problem mit Haarausfall? Nein, es ist nur... Gut, mehr Zeit haben wir heute nicht, Leute. Nächste Woche treffen wir einen neuen, spannenden, geheimnisvollen Gast. Bis dahin, macht's gut. Moment mal, wegen meiner Haare. Stimmt das nicht? Vor dem Gemeindezentrum gibt es einen Kalender, auf dem alle Feste und Geburtstage eingetragen sind. Wirf mal einen Blick drauf. Ist echt praktisch. Ich habe meine erste Flöte selbst gebaut. Das war eine Möglichkeit, mich nach einem langen Tag der Kämpfe zu entspannen. Es ist draußen heiß oder liegt es an mir? Ich bin froh, dass die Vögel draußen ihren Spaß haben, aber manchmal würde ich mir
wünschen, dass sie einen Gang zurückschalten, nur ein bisschen. Ich habe mich heuer schon früh gegen die Grippe impfen lassen, also sollte ich gewappnet sein. Viele haben in dieser Jahreszeit Schnupfen. Ich habe mich schon zu Jahresanfang gegen Grippe impfen lassen. Also nicht. Erwischt es mich hoffentlich nicht. Was muss ich ein bisschen leiser stellen? Zurück. Immer noch zu laut. Jack. Jim's Sohn. Wie heißt er? Theo, ich habe ihm ein paar Mal Erdbeeren gegeben und er meinte, sie wären knusprig. Da musste ich schon lachen. Welches Frühlingsgemüse hast du am liebsten, Mombi? Ein Gurkenfan also, hm? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mochte schon immer Blattsalat. Pablo, wir entwickeln von Zeit zu Zeit eine neue Waffe. Naja, um ehrlich zu sein, machen wir das jedes Mal, wenn wir Zeit haben. Sieh nur, immer wieder mal in unserem Laden vorbei, wenn du Interesse hast. Ich verbreite keinen Tratsch, ich erhalte und teile Informationen, also so ähnlich wie die Morgennachrichten. Ich leiste einen Dienst an der Öffentlichkeit, um sicherzustellen, dass alle wissen, wer ihre Nachbarn sind. Das ist kein einfacher Job, weißt du? Und unbedankt ist er noch dazu. Dass Kugelfisch hergezogen ist, ist nicht gut, warum überhaupt nicht. Ich glaube, ich war nicht mehr sauer seit der Ölkatastrophe. Wir haben gelernt, dass Blumen und Bienenstöcke dabei helfen, die Bienenpopulation zu vergrößern. Gehe nicht zum See oder sonst wohin. An Orten wie diesen ist es viel zu ruhig für mich. Ich würde komplett meinen Verstand verlieren, wenn ich zu lange mit meinen Gedanken alleine gelassen werde. Baust du auf deiner Farm Melonen an? Oh, richtig, Melonen gibt es ja nur im Sommer, nicht wahr? Ja. Bereitest du dich auf die kommende Woche vor, Wombi? Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel Abfall im Meer ist? Ja. Und auf meiner Farm? Hier passiert überhaupt nichts. Falls auf der Farm jemals irgendwas Seltsames vorfällt,
musst du es mir unbedingt erzählen. Ich liebe gute Stories. Ich bin schon mein ganzes Leben hier auf Coral Island, aber es ist immer wieder Spektakel, wenn die Bäume und Blumen zu blühen beginnen. Wir können uns glücklich schätzen, auf einer so schönen Welt zu leben. Hast du einen Bienenstock auf deiner Farm? Nein, noch nicht. Ja, genau. Das mit den Viechern klappt nicht so gut. Einkaufen. Treppebauer-Outfit. Ausdauerfrucht. Der Verzehr einer solchen Frucht steigert die Vitalität. Die schmeckt allerdings ziemlich fade. 39.000. Gestreifte Gartenraupe. Gestreifte Gartenraupe. Oh. Scheiße. Zusammen. Starlettown Hot Springs. Die heiße Quelle ist echt gut bei Muskelkater. Nichts geht über ein heißes Bad nach einem anstrengenden Tag. Zieh deine Schuhe aus, bevor du zu Bett gehst, Haro. Nicht, dass du die Decke schmutzig machst. Du kannst gern ein Bad in den heißen Quelle nehmen. Sie ist öffentlich zugänglich. Du musst keinen Eintritt bezahlen. Bamboo Forest. Bist du? Was seid ihr? Du stehst Emma und Dipa nicht nahe genug. Warte, bis ein Fisch an der Leine hängt.
Garnele, die habe ich schon gespendet. Und nochmal Raps. Was macht denn eine Garnele im Fluss? Noch eine Garnele. Und noch eine Garnele. Tigerschwabenschwanz. Den habe ich glaube ich noch nicht. Tinda. Heiße Sommertage verliert man am besten damit, frisch geerntete Melonen zu essen. Mein Neffe Surya und Milia lieben sie auch. Ich wünschte, Archie würde weniger Dreck aus dem Wald mitbringen. Er sieht Dinge auf dem Boden und sie sind plötzlich Schätze. Seufzt, das Haus verwandelt sich zusehends in eine Schatzhöhle für schimmelige Steine. Tinda, magst du Blumen? Sind sie sicher? Ja. Bin ich. Gecko. Bin ich hier? War ich da schon? Ah, da oben wohnen die. Haus von Emma und Dipa. Eine Linda. Zusammen. Wo bin ich denn da? In der Nähe des Tempels. Mark, ich gehe nur zur Hölle, wenn ich muss. Nachdem ich weder schürfe noch Artefakte sammle, gibt es keinen Grund für mich dorthin zu gehen. Angel ist nicht so mein Ding, ich kann es natürlich, wenn es sein muss. Wer bitteschön kann keinen eigenen Fisch fangen oder sich nicht selbst etwas zu essen besorgen. Kenny, seit Kugelfisch sich zu erkennen gegeben hat, mache ich viele Atemübungen. Sie machen mich wütend und ich bin nicht gern wütend. Thank you.
dich. Du Mistvieh. Bomba, wuff, wuff. Gras. Kompost. Tigerschwalbenschwänzen. Gestreifte Gartenraupen. Ja. Scheint heute gut drauf zu sein. Leuchtturm öffnet. Bin ich schon wieder zu spät? Kompost herzustellen. Grass. Oh.
Raps. Die Brust ist voll. Die Brust ist voll. Es wird spät, geh ins Bett. Kommen bei BBC. Morgen ist es windig. Spiel gerettet.